nach Brasilien oder sowas, wo die Ameisen leben, probier das bitte nicht aus. Dann leck doch lieber einen Feigefrosch. Ja, was ist schlimmer, 1000 Ameisen oder 1000 Mücken? Warum 1000 Ameisen oder 1000 Mücken? Ich würde mal gerne wissen, was schlimmer ist, 1000 Ameisen oder 1000 Bienen? Ja, 1000 Bienen. Also da wäre ich bin ganz ehrlich zu euch, da wäre ich lieber irgendwo, wo 1000 Ameisen sind, anstatt irgendwo, wo 1000 Bienen sind. Ist so. Oh, lieber 1000 Hallo Mücken. Arnold! Vor dir steht Toxorhinochites, die größte Mücke auf der Erde, mit einer Flügelspannweite von 12 Zentimetern. Alter. Keine Angst, Dummkopf, sie braucht dein Blut nicht. Diese Art ernährt sich von Blütennektar. Sei vorsichtig, hier gibt es Ameisen. Alter, what the fuck? Stell doch schon mal vor, ihr wüsstet das nie. Und es kommt euch eine Mücke entgegen mit 12 Zentimeter. Flügel, also insgesamt mit Flügelspannweite. 12 Zentimeter! Da würde ich die Wohnung abfackeln und sagen: Hier, behalt die Wohnung, ich zieh aus. Das ist genauso. Ich mag ja Spinnen, ne? Und ich kannte damals einen, der hat sogar seine Spinnen, das ist Real Talk jetzt, ne? Der hat seine Spinnen alle draußen rumlaufen lassen. So, da wird er auch erstmal anders, da war ich noch ein bisschen jünger. Es war ein Kollege von meinem Onkel und der hat auch Leguane, alles und drum und dran gehabt. Aber der hatte auch Tarantel und sowas und solche Dinger. Ne? Stellt euch mal vor, kommt so in die Wohnung bei denen und da hängt oben in der Ecke so eine Tarantel. Ja, das war bei ihnen normal. So, das wurde mir als kleiner Bubele auch immer anders. Da habe ich mir so gedacht: Alles klar, ich muss den Typen retten. Ich muss jetzt die Wohnung hier abfackeln. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Da wird man auch anders. Und was ist das? Wusstest du, dass während die Biester trinken, sie Speichel mit Enzymen in dein Blut Ja. injizieren, die dich betäuben? Aber die Weibchen brauchen das Blut nicht für sich selbst. Sie füttern damit ihre Babys. Ey, Und ja, nur die voll Weibchen trinken krank, Blut ne? und die Männchen ernähren sich von Blütenpollen. Besser nicht atmen. Ein hungriges Weibchen riecht dein veratmetes CO2 noch aus 20 Metern Entfernung. Der Kaugummi wird dir auch nicht helfen. Sie finden dich immer auch durch deine Körperwärme. Aber selbst 1000 Mücken können nicht dein ganzes Blut aussaugen. Und es braucht schon 1 Million und 100.000 hungrige Insekten. Oh nein, Arnold, du hast ein Nest der 24. Also eigentlich, wenn man uns so mal überlegt, es gibt ja so viele Tiere, haben ja irgendwie eine Grundfunktion. Ich frage mich halt immer noch bei Mücken, was haben die für eine Grundfunktion? So klar, die männlichen Mücken, Blütennektar, ne? Dass die auch, ich denke mal, die werden auch, ne, Blüten und sowas verteilen, logischerweise, wenn die drauf landen und sowas, und dann fliegt die Blüte so ein paar Meter weiter und dann, ne, blüht da so eine. Aber warum wissen die Weibchen, was hat sich die Natur dabei gedacht? Ach ja, komm, wir lassen mal die Weibchen Blut saugen, ne? Er ja, ist so, denke ich mal auch so, können die nicht Wasser trinken oder was? Chlorwasser. 20-Stunden-Ameise gestört. Wenn die beißen, entsteht eine Verbrennung auf der Haut, die genauso schmerzhaft ist wie der direkte Kontakt mit Feuer. Das Nervengift Ponera-Toxin gelangt in den Blutkreislauf, greift das Nervensystem an, lähmt die Gliedmaßen und verursacht quälende Muskelkrämpfe, die bis zu Au. 36 Stunden anhalten können. Oh, Durch Scheiße. den Biss von 1000 Ameisen bekommst du so viel Neurotoxin, dass du Halluzinationen und Probleme mit der Sauerstoffversorgung der Organe bekommst. Ja, liebe Leute, die jetzt so denken, ja, ist ja voll der geile Kick. Probiert es bitte nicht aus. Bitte nicht. Fahrt jetzt nicht irgendwo nach Brasilien oder sowas, wo die Ameisen leben. Probiert das bitte nicht aus. Dann leckt doch lieber den Feigefrosch. Aber du wirst überleben. Südamerikanische Ureinwohner feiern so traditionell die Jugendweihe. Mit dem Jetzt Handschuh. bist du ein echter Mann. Du solltest ein Like und ein Abo Ganz für den normale Kanal Jugendweihe. bekommen. Ich hatte ja ganz vergessen, dass Moskitos Krankheiten übertragen können, wie Malaria, Dengue, Zika. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen daran. Bullermann. Also kann schon eine einzige Mücke töten. Deshalb haben sie nicht umsonst den Titel der tödlichsten Insekten. Sind die nie auch allgemein bei Tiere? Sind die, glaube ich, auch die Mücken auf Platz 1? Ich habe mal eine Doku angeguckt. Ich dachte zuerst so Menschen, aber nee, Mücken sogar. Weil es gibt ja auch die Malaria-Mücke, die sich auch richtet, ich glaube, in Amazonas irgendwo da, verbreiten die sich ja.
Und ich glaube, 700.000 oder sowas sterben. 700.000, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also wenn sich das Wetter immer mehr ändert, werden immer mehr solcher gefährlichen Mücken mit den Malaria, Virus, wird dann immer mehr zu uns kommen. Ne? Also man sieht es ja jetzt schon, dass immer mehr Tiere, die eigentlich hier nichts zu suchen haben, also gut, ich habe hier auch nichts zu suchen, ne? Aber ja, ich bin halt da, ne? Die kommen dann immer mehr jetzt zu uns und es wird halt immer gefährlich. Warte, oh, Entschuldigung. Gefährlicher. Ist nicht schön, ist nicht schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Guckt unbedingt das Original an. Das Original ist wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, habe ich schon gesagt. Haut rein und tschüss.